Moin, herzlich willkommen zurück zur Freitagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map ohne Gräben in der Version 1.4, dritte Folge auf der Version 1.4. Im Moment tangiert uns die 1.4 ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr. Also das Einzige, was wir bisher wirklich Kontakt mit hatten auf der 1.4, das war die Statistikwaage. Und ansonsten hatten wir im Moment noch gar nichts damit irgendwie wirklich zu tun. Ja, weil, ich will mal eben reparieren hier alles. Jetzt verkaufen. Wie gesagt, also mit der Waage hatten wir schon zu tun. Zack, schon liegt das Schneidwerk auf dem Boden. Und das wird jetzt auch noch eben verkauft. Okay, verkauft. So, die anderen Schneidwerke muss ich unbedingt umbauen. Hier irgendwie mein Lexion steckt schon wieder im Verkehr fest, weil... Hey, es gab doch mal so Einstellungen, was er machen soll und mit Fruchtumfahrung und so. Wo sind denn die alle hin? Fruchtumfahrung. Aktiviert, da haben wir's. So, Abfahrer einstellen. Wollen wir mal gucken. Du musst da auch einstellen. Frucht, also Fruchtumfahrung aktiviert. Sehr schön. Achso. Ja, er fällt 1 ist richtig, ja. Bei ihm habe ich ihm auch gesagt, Feld 9 ist auch richtig. Jawohl, wunderbar. Passt. Fahrung ist auch aktiviert. Okay, vielleicht macht er deshalb so einen Quatsch. Feld 4, ja, super. Perfekt. So. Der drischt ja schön, der drischt auch, der drischt auch. Alles gut. Müssen wir nur gucken, dass wir unten das Feld ernten. Und dann zum Silo bringen. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen. Nein, also wo wir es nachher hinbringen, aber wir ernten erstmal. Denn wir brauchen unten am Rinderhof brauchen wir Stroh. Und deshalb habe ich da ja das Feld, was war es, 32, 33 gekauft oder so. Ja, das ernten wir jetzt. Hier einmal rum. Und dann muss ich zusehen, dass ich da unten. Ja, ist ja auch Bullshit hier lang zu fahren. Naja, Bullshit nicht, aber. Ja, nee, war schon ganz okay. So schön. Gerste ernten wir, Weizen ernten wir, Hopfen ernten wir, alles was wir brauchen, um Bier zu produzieren. Und dann Bier verkaufen und reich werden. So, einmal hier rum. Hier rum. Abfahrer hole ich mir dann gleich direkt den Salzschlepper mit dem großen Trailer. Der soll dann hier Abfahrer spielen. Da fahre ich dann einen kleinen Kurs ein. Dann ist das gut. Dann muss das funktionieren. So. Ich habe hier Weizen oder Gerste.
Kannst du jetzt gar nicht erkennen. Ich zu ungebildet für wahrscheinlich. Nein, Quatsch. Ablage einschalten. Fahr mal ein kleines Stück ins Feld rein. Mich nicht. Ah, Roggen habe ich hier. Alles klar. Ja, erstmal schön. Super. So. Feld 33. Also, Startposition. Aktuelle. Ah, 5 Vorgewände können wir wohl machen. Das speichern wir dann mal. Feldarbeit ist klar. Und er löppt. Wunderschön. Soll er mal machen. Und wir suchen uns jetzt mal ihn hier. Nee. Doch. Nee, doch nicht den. Genau den, der daneben stand. Den suchte ich eigentlich, den da. So. So. Damit fahren wir jetzt mal zu Feld 33. Bauen uns da einen schönen Kurs. Und abfahren. Ah, ist der Einachser. Schade. Schade. Die erste Runde ist hier bei allen Feldern nicht so einfach. Glaube ich. Naja, ich fahre mal hinten dran. Dann gucke ich mal. Na, kleiner Laderuckler wieder. Sehr schön. Ich kann ihn hier gar nicht abtanken. Hier gar nicht irgendwo zwischenkommen. Schade. Ja, ich habe nur Glück, dass da keine Kollision drauf ist auf dem Rohr. Guck ja auch völlig falsch. Roggen ist ja schon bei 100% hier. Da stehe ich natürlich selten dämlich hier. Ja, da muss ich mal gucken. Das denn jetzt am dümmsten hinkriege. Bunker.
Und dann baue ich gleich mal einen Kurs, von dem ich glaube ich jetzt schon weiß, dass er zum Scheitern verurteilt sein wird. Nö, ne? Ich hake jetzt nicht. Bin jetzt nicht festgefahren, oder? Ich will keine Musik hören. So. Ich will einfach nur hier rauskommen. So. Okay, so. Dann wollen wir mal gucken. Uns hier einen Kurs aufzeichnen, der uns irgendwie weiterhilft. Ja, der uns hier so ein bisschen das automatisch abfahren lässt. Vielleicht war der Startpunkt nicht so klug gewählt. Aber kann ich jetzt auch nichts mehr dran machen. Soll hier wohl die Abladevorrichtung dafür sein. Hier gar keine Waage installiert. Ein tolles Rundballenlager. Eine Rinderzucht läuft auch scheinbar. Da müssen wir dann am Wochenende mal nachgucken. Aber erstmal ist jetzt Ernten angesagt. Kurz speichern. Ja, jetzt habe ich das Feld 22 genannt. Nein, habe ich gesehen. Feld 33. Silo. Silo. Okay, das ist ein kombinierter Kurs. Du suchst dir einen Drescher auf Feld 33. Elfmeter hat sich eigentlich ganz gut etabliert. Fruchtumfahrung ist aktiviert. Ja. So, Haare hinter Drescher.
Das funktioniert gut, ne? Mit der Fruchtumfahrung aktiviert. Ich will eben einmal sehen, was der macht. Und dann... ja, vernünftig abtankt. Dann gucken wir mal, wieso ist Weizen voll, wieso ist Hopfen voll? Wieso fahren die nicht? Oh, ein kleiner Leuchtturm. Okay, das sieht ja gut aus. Aha, ja, okay. Hast ja gewonnen. Machen wir den mal weg. Dann total doof da, stand aber auch schon ewig da. Sehr unrealistisches Fahrverhalten. Hier wird produziert, schön. Der steht da rum, der steht da rum. So, was ist mit dem Hopfen? Ah, der hat sich wahrscheinlich gerade leer gemacht. Schauen wir mal. Heizen. Wieso fährt der im Kreis? Wo ist denn der? Wer ist denn auf Feld 4 noch? Was ist das denn für ein Kack? So habe ich den Kurs doch nicht eingefahren. Also ich weiß nicht, diese Cosplay-Version macht mir jetzt... Also entweder liegt es an der Version oder ich bin einfach zu dämlich. Ich weiß es nicht. Aber der sollte jetzt ja eigentlich mal fahren. So, mein Hopfenabfahrer. Ja, das funktioniert ja scheinbar. Da ist mein Hopfenabfahrer. Warte, bis Warteposition frei ist. Nee, du sollst nicht warten, bis Warteposition frei ist. Du sollst sofort abfahren. Du sollst bitte schön meinen... meinen Drescher abtanken. Ja. Das ist noch nicht so optimal. Da bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden.
geladen, sehr schön. Mal gucken. Werden wir sicherlich dann zum Wochenende auch eine neue Cosplay-Version ziehen. Da ist bestimmt schon wieder was Neues. Ein Drescher in Reichweite, so ein Quatsch. Ah, hat ihn gefunden. Ah, das funktioniert. Ah, er kommt wieder. Das Wegbringen ja schon mal geklappt. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Ja gut, wie es weitergeht, seht ihr am Wochenende, morgen am Samstag. Und ja, wir werden mit der Ernte auch noch länger beschäftigt sein. Ich meine, wir haben ja nun doch einiges an Feldern inzwischen. Nein, Feld 2 ist fertig. Ja, alles gut. Feld 1 sind wir gerade bei. Feld 9 sind wir bei. Feld 8 ist fertig. Machen müssen wir noch. Zu Ende machen. Feld 4 muss zu Ende gemacht werden. Feld 33 muss zu Ende gemacht werden. Feld 12 muss komplett gemacht werden. Feld 5, 6, 7 muss gemacht werden. Und das ehemalige Grasfeld nördlich von Feld 7 bei der Zuckerfabrik muss auch gemacht werden. Haben wir auch noch nicht, gar nicht angefangen. Da haben wir also mehr als genug zu tun. Und ja. Da haben wir, das beschäftigt uns mit Sicherheit noch das ganze Wochenende, wenn nicht noch länger. Mal gucken. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar oder ein Like oder abonniert mich. Empfehlt mich gerne weiter, teilt meine Videos. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr morgen am Samstag wieder einschaltet und mir wieder zuschaut, dann freut mich das natürlich noch viel, viel mehr. In diesem Sinne sage ich dann mal, ciao.